Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier unten habt ihr schon gelesen, heute geht es exklusiv um die Anychi 640 Zuri. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach an bei der Bowl. So, hier haben wir sie. Jetzt brauche ich noch schnell mein Messer. Und ja, dann packen wir das Ganze mal aus. Sehr gut verpackt das Ganze. Ja, die Amy ist jetzt rausgekommen, glaube ich, vor 2 Wochen. Vor 1 bis 2 Wochen ist sie rausgekommen. Ist, sage ich mal, der Nachfolger der 630, die ich auch habe. Dauert es mir etwas zu lange hier. Ja, Leute, der Shisha-Schmied, die Erkennungsstecher, ja. So, und da kommt sie doch schon zum Vorschein. Ich habe übrigens die Green und Black Shaft, oder Black Shaft, wie man das auch immer sagt. Das heißt schwarze Rauchsäule, schwarzes Gewinde, pipapo. So. Und da kommt sie doch auch schon langsam zum Vorschein. So, noch eiskalt, die Post hat es gerade gebracht. Und hier haben wir die Bowl, Leute. Die scheiße geil aussieht, ja. Oh Mann. So. Hier oben ist ein kleiner Bearbeitungsfehler, sag ich mal. Da könnt ihr es sehen. Aber ansonsten super geil das Ganze. Ups, ich zeig's euch mal so. Also jede Bowl ist da ein Unikat, weil das wird so noch so nicht noch mal geben, ja, die Bowl. Und ja, hier könnt ihr sie noch mal sehen. Oben schönes weiß jetzt nicht, Grobgewinde, ich habe da keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schwarz gehalten das Ganze, was mir extrem super geil gefällt. So, dann kommen wir zur Rauchsäule und Tauchrohr. Tauchrohr habt ihr, sag ich mal, NPS-Tauchrohr, ja, ein mega fettes Ding. Gewinde ist außen, bei der 630 ist es ja innen. Hier sehen auch super geschnitten alles. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und mit dem Teil, das ist ein Prügel, ja, da könnte auch irgendjemand totschlagen damit. Ja, jetzt kommen wir schon zum Baby. Ach, Update, sorry. Ich hoffe, es hat jetzt nicht gehangen. Wow, 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 wow. Leute, das Ding ist doch eiskalt. Ja, hier oben ganz normale Dichtung dran. Kriege ich jetzt nicht ab, egal. Ja, und dann seht ihr es schon, das ganze Ding ist schwarz. Schwarz gehalten. Schwarze NPS-Anschlüsse. Und dann könnt ihr es hier schon sehen, Amy. Das Ganze mal ein bisschen anders gemacht diesmal, ja. Sag ich mal ein bisschen abgerundet so. Ja, hier innen sind jetzt ein paar Kratzer, aber das ist nicht weiter schlimm. Könnt ihr das da oben, beziehungsweise jetzt unten, aber Leute, ganz ehrlich, die Verarbeitung ist top. Da gibt es gar nichts zu meckern. Ja, dann drehen wir das Ganze mal hier rein. Hier könnt ihr übrigens sehen, ja, ihr müsst das dann, naja, ihr wisst ja Bescheid, ja, einfach hier reindrehen. Geht auch super leicht, ja. So, das Ganze werde ich dann aber noch mal ein bisschen einfetten, einschmieren, wie auch immer. Das können wir ja theoretisch gleich mal hier draufsetzen. Schön vorsichtig.
sitzt auch sofort. Richtig geil. Ah, hier der kleine Fehler. Gut, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ihr könnt das schon mal sehen. Sie wächst langsam. Ja. Dann natürlich noch einen schwarzen Kohleteller dazu. Ganz normale Kohleteller, halt nur in schwarz, ne? Aber schwarz finde ich sowas von geil. Und eine Unterlegscheibe gibt es noch. Wo habe ich die? Die gibt es noch dazu. Ich habe mir noch einen schwarzen Adapter dazu gestellt, damit ich zu zweit rauchen kann. Ja, dazu gibt es noch die Amy-Zange, ja. Schöne Spitzzange, ist optimal. Und dann noch ein Standardschlauch von Amy in grün. Also weil es jetzt halt die grüne Version ist. Und dann gibt es noch einen Standardkopf. Ich denke mal, das ist Standard die Amy Powerball oder was ganz anderes. Mal gucken. Ne, Amy Powerball. Ja. Löcher sind jetzt nicht perfekt geschnitten oder gefräst oder wie auch immer, aber ist ja egal, den Zweck erfüllt sie trotzdem. So. Dann haben wir hier oben noch kurz den Adapter, den Kopfadapter. Auch alles schwarz, wenn ich. Boah. Ja, ganz normaler Kopfadapter, Leute, ja. Schwarz. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ja, jetzt, wenn ich die Unterlegscheibe noch finde. Bin ich blöd hier. Vorne liegt sie doch, ja. Unterlegscheibe drauf. So. Und dann ist das Ganze fest. Machen wir noch eine Dichtung drauf, Kopf drauf. Und dann sitzt das Ganze. Dann könnt ihr das ja hier jetzt nochmal sehen. Also, mir gefällt die richtig. Hier unten, hier schließt sie schön ab. Schöner Übergang. Ich glaube, wie bei der SKS. Und hier steht dann nochmal Amy. Genau. Schöne zwei Anschlüsse, NPS, einen optimalen Durchzug. Ja, und die Bowl ist auch sehr geil. Da werde ich dann gleich, denke ich mal, Wasser reinfüllen. Und dann werde ich damit mal rauchen. Werde ich euch aber dann im nächsten Video vorstellen. Was haben wir hier noch drin? Leute, das muss ich euch mal zeigen. Könnt ihr das sehen? Hier ist noch irgendwas drin. Und zwar sind das irgendwelche Metallreste oder so. Das ist nicht so prickelnd. Vom Rausfräsen noch. Aber okay, zum Glück habe ich mal nachgeschaut. War eigentlich bloß so aus Spaß mal. Ja, Leute, dann soll es das gewesen sein. Die habe ich leider noch nicht in meinem Shop. Die habe ich mir jetzt privat bestellt. Ja. Wenn ihr Bock habt, holt euch die. Gibt es noch auf jeden Fall in vielen anderen Variationen, Farben. Aber in dem Schwarz gibt es das nicht so oft. Deswegen bin ich sehr stolz, die jetzt zu haben. Und ja, die Bowl ist super verarbeitet. Kann ich gar nichts gegen sagen. Keine Lufteinschlüsse, gar nichts. Optimal, ja. Also, wenn ihr Bock habt, eine klare Kaufempfehlung, eine Probierempfehlung kann ich euch nicht aussprechen, weil man, naja, Shishas testen und dann zurückschicken. Ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder mit dieser Pfeife. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wie immer. Und ja, ansonsten haut da rein, euer Shisha Schmidti. Peace.